Einer, der es nicht kennt, der schiecht das. Aber wir sind ja auch ältere Leute. Wir müssen keine Angst haben. Ich war einer von denen, der gesagt hat, ich gehe nie in ein Altersheim. Und dabei ist das euch, das sind Menschen wie wir. Also wir alle anderen auch, die haben ihre Leiden. Und aber man tut manchmal auch ein bisschen Mitleid, wenn man es erkennt. Dann würde ich sagen, empfehlen, was wollt ihr daheim allein? Am Anfang war es schon schwierig, bis man alles gewusst hat, was es etwa geht. Danach hat man die Leute gelernt kennen. Und wir sind eigentlich eine Familie, wenn man es so anschaut, oder? Jeder, wenn der eins etwas hat, fragt man nicht, was hast du, wie geht das? Und der erste Tag, wo ich kam, waren drei Frauen am Tisch im Speissaal. Ein gleicher Stück wie ich. Und bin auch mit deren Hüfe gleich weggekommen. Und wenn es am Radio etwas geht, aber der Stecker nicht richtig. Da hat sie mir gerufen, hey Sepp, komm. Und danach bin ich damals gegangen und habe das etwa gemacht. Sonst, wenn es mir zu langweilig ist, gehe ich in die Cafeterie runter oder gehe ich vor dem Büro in den Sessel hinein sitzen, dann können wir etwas diskutieren. Ja, und das Essen ist auch gut. Ich esse natürlich auch nicht alles, ich habe auch nicht alles gern und danach kannst du etwas anderes. Kannst du etwas anderes nehmen, ein anderes Menü. Und das Personal ist flott. Was willst du noch mehr? Da bist du aufgehoben. Wenn du etwas hast, kannst du dir das sagen, dann sind sie zur Stelle da. Also ich habe mich sehr gut gefühlt. Sind alle haben mich sehr herzlich empfangen. Sie haben mir alles ein bisschen gezeigt und gesagt, wie der Ablauf ist vom Tag. Und das habe ich sehr nett gefunden und sind wirklich alle sehr lieb und ich habe es also sehr, sehr genossen, dass ich so herzlich empfangen wurde. Ja, am Anfang ist es schon noch ein bisschen schwierig, bis man so ein bisschen die Leute kennt und ist man ein bisschen gehemmt, oder was ist, wenn man in so eine grosse Gesellschaft hineinkommt. Aber ich habe mich dann langsam einfach dazugezählt. Ich habe gedacht, es geht schon und läuft schon nacheinander und jetzt geht es wirklich gut. Ja, ich bin ja froh, wenn mir jemand hilft, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich nicht gut laufen kann. Hauptsächlich am Morgen habe ich immer Probleme im Laufen, wenn ich aufstehe. Bin ich schon froh, wenn jemand rum ist. Daheim ist einfach der Maxi, hat mir der geholfen. Und da sind es einfach die lieben Frauen, die Pflegerinnen. Und ja, sie machen wirklich das Beste daraus, dass sie einem helfen können. Da gehe ich zurück aufs Bett und schaue ein bisschen Fernsehen. Manchmal schließe ich etwas, je nachdem, nach Lust und Laune. Und etwa so um 10 Uhr gehe ich in den Wintergarten feiern. Da ein bisschen die Leute beobachten, die umeinander laufen, von außen. Ja, so ist der Morgen. Da gibt es um 11:30 Uhr zum Mittag sehr ein Feins jeden Tag. Das Essen ist immer super. Sei es am Mittag, sei es am Abend, es ist immer sehr fein. Ich kann das nicht sagen, dass ich etwas Negatives. Sind alle lieb und gut und sie meinen es alle gut mit einem. Und am Mittag macht man ein Mittagsschläfchen, gehen wir wieder ein bisschen liegen. Am Nachmittag kann man, je nachdem, ob Besuch kommt oder ob man allein ist, geht man einfach in das Käfeli nehmen. Und mit dem Personal ist man sowieso gut befreundet. Sind alle lieb und gut und sie meinen es alle gut mit einem. Aber wenn man mal traurig ist, dann sie einem zureden und machen das Beste daraus, was sie kennen. Das finde ich so schön. Das letzte Jahr einen grossen Hausgarten gemacht. Jetzt um die Zeit. Und hier bin ich jetzt so. Im Fähre habe ich einen ganzen Garten umgeschüffelt, angemacht. Aber man kann sagen, ich habe einen Klopf. Darum, als ich von der Geratie abgekommen bin, das war sofort heimeliger. Am Abend kann ich so spät liegen. Ich dachte, das gehe ich eben nicht. Haben Sie denn schon früher immer? Ich bin immer spät liegen.
Namens Nacht halt gewählen, so vor dem Fernsehen. Nachher wird Bernd liegen, bis ich ins Bett gehe. Hast ja keine Arbeit mehr. Da oben habe ich halt einen Brunnen, keine Wäschmaschine, nicht. Salz von Hand, jetzt die letzten Jahre, der Sommer, habe ich es noch gewaschen. Das klein. Und der Winter, da habe ich die Schwester geholt, die war alles zusammengepackt. Alle 14 Tage und hätte ich alles mitgenommen. Dann habe ich auch den Winter, weil ich die Rechnung hätte, ich hätte auch nie kennen. Und sich draußen ist es gefroren. Und in der Küche ist sowieso alles gefroren, der Winter. Daheim war es eine Küche. Verrössert hat man geheizt aus der Küche. Die Küche voller Räuch bis ins Dach. Das sieht uns, wenn es Brunnen hat, im Haus. Es ist alles schwarz. Das ist der Herde halt nicht. Ich kann schauen, am Haupttag hat es mir gerade das Tor aufgemacht. Im Oktober war es 7 Jahre. Ja, ich mag mich schon erinnern, ja, ja. Ich war zuerst im Gästezimmer, 6 Wochen. Und danach konnte ich rein. Ja, am Anfang war es nicht so einfach, aber du, es ist gegangen. Ich hatte schon lange, gehabt, weißt du. So 2-3 Monate brauchst du schon, nachher gehst du. Bist du daheim? Ich hatte gute Kameraden, 2-3 Frauen, die gleich sind wie ich, die ich kennt habe. Und da sind wir gewesen, wie Schwestern. Mich hat es gedacht, das ist eine Familie, wir sind gleich daheim. Also hatte ich so das Gefühl gehabt. Und ich gehe gerne ab und essen. Wir waren ein super Team am Tisch. Gewesen. Ich war jetzt 7 Jahre lang ein super Team. Gehabt. Und jetzt habe ich wieder jemanden, den ich gefreut habe, wo wir etwas diskutieren können. Da kannst du einfach etwas gehen. Das tut dir auch gut, weißt du. Da komme ich auf ins Zimmer und ich bin eben so ein. Ich bin gerne ein bisschen für mich alleine. Ich kann das Zimmer schön ins Zimmer gehen, können mitnehmen, was ich will. Und ja, super. Das Zimmer ist immer putzt, super, immer. Was willst du noch mehr? Das Essen ist auch recht, die Pflege ist auch recht. Mir geht es gut. Ich bin jetzt 94. Ich habe noch keine Operation gehabt. Da bin ich auch noch ein bisschen benannt. Du hast Pflege, du bist ja daheim. Du hast ja Pflege und alles. Und du kannst ja in diesem Alter nicht mehr daheim sein. Du kannst wirklich nicht mehr daheim sein. Ich will nicht mehr anders. Ich bin zufrieden. Ich tue noch Lismen, Sockenlismen. Und dann basteln. Ja. Gehe turnen. Gedächtnistraining. Mache alles mit. Ja, rüsten tue ich auch noch. Schon sicher sich. Seit ich da bin, tue ich rüsten. Immer am Morgen. Erdäpfel, Rüebli, geschwellte Äpfel. Heute haben wir einen Haufen Erdäpfel gehabt. Mhm. Ja, das ist gut. Ich mache es gerne noch. Ich habe ja nicht gewusst, was auf mich zukommt. Ja. Aber ich kann mich nachher schon reinschicken. Lange Zeit hatte ich schon wieder Glück gehabt. Die Betreuung war auch gut gewesen, unten. Aber es ist irgendwie anders daheim. Es ist also persönlicher, so ein bisschen, ja, man hat geliebt, gespannt. Und jetzt zum Beispiel Frau Miller und wir haben es gut. Ja, wir haben auch schon Spiele gemacht. Oder, ja, oder einfach einander ein bisschen etwas erzählen. Ein bisschen, manchmal haben wir es noch lustig. Gell, Frau Miller? Ja, ich bin immer hier oben, meistens. Und dann kommt jemand Besuch. Dann gehe ich schon laufen, kann ich schon für uns gehen. Oder sonst mit daheim, mit dem Personal, habe ich auch schon gehen, mit Pfleger. Sehr gut. Ja, die Umgebung und das Personal, und es gefällt mir gut. Und die Aussicht. Und wir haben ja schöne Aussicht. Ich habe im Zimmer ja schöne Aussicht. Das gefällt mir gut. Ich bin an den Bergen aufgewachsen. Hatte ich den Unfall und dann die Operation. Und dann habe ich gesehen, ich kann nicht mehr allein daheim sein. Und dann habe ich gesagt, jetzt wollte ich schauen, dass ich ein Zimmer soll. Wir schauen, dass ich ein Zimmer überkomme. Und dann habe ich dann ein kleines Zimmer bekommen. Und dann war das für mich das Allerbeste. Und als ich da hingekommen bin, als ich reingekommen bin, habe ich gesagt, ah, das ist ja schön, gell. Von da weg war es mich ein und alles. Mir hat es gefallen und ich habe es gut und ich gehe nicht mehr zurück.
Am Morgen kann ich laufen, wenn es möglich ist. Und dann gehe ich wieder zurück. Und dann gehe ich ein bisschen Wanne liegen. Und dann tue ich manchmal ein bisschen lesen oder ein bisschen lismen oder meine Spiele machen. Ja, nachher so geht der Tag und dann kann ich später auch noch ein bisschen häkeln. So ist der Tag wieder rum. Und ja, ich bin zufrieden. Am Abend vor den Zähnen gehe ich eigentlich nicht geschlafen gerade. Also, aber ja, so bringe ich den Tag um. Das ist das Beste für mich, ja. Ich mache alles mit. Und am liebsten gehe ich ins Fitness. Ja, das ist für mich das Schönste. Das würde ich jetzt vermissen, wenn ich das nicht kennt. Mit den Armen, weisst du so. Und dann ist ja da noch mit den Beinen neu da. Und dann mache ich das da mit dem Rücken, weisst du, da. Und ja, das ist schon. Zuletzt gehe ich mich noch Velo fahren. Ja, oder das Bildding da, also, weisst du, da. Ich weiß nicht, wie man dem sagt da. Weißt du, wo der Wand sind, da die Ballen und dann die kleinen Ballen und dann die Vögel. Ja. Ich habe mich selber entschieden. Ich hatte dort mit den Augen Probleme. Ich musste immer auf Luzern. Man musste halt schon alles räumen und vorgehen. Gell? Es war zuerst schon etwas schwer. Sie sind ein bisschen mit mir herumgegangen, als ich alles ein bisschen gesehen habe. Und ich habe mich eigentlich noch gut schnell eingelebt. Ich habe schon gesagt, ich möchte nicht ins Altersheim, aber das sagt man so, wenn man noch gesund ist. Und ja. Aber nachher war ich gleich Gott der Frau, oder? Und das Essen, fürs Essen kann man nicht reklamieren, also es ist gut. Sie kochen gut. Und wenn du halt einmal etwas nicht gern hast, kannst du etwas anderes nehmen, oder? Man hat immer die Möglichkeit. Sehr positiv ist die Pflege. Überhaupt alles. Ich könnte eigentlich nie nachschauen, über keins und nichts. Also. Ich bin so froh, dass ich eben auch den Lift da gerade an und da habe, oder? Ich müsste jetzt im Bett bleiben. Erstens ist es zu lang, das Zimmer gefällt mir gut. Ich sehe ihn so gerne ins Erstfelder Tal rein. Das ist am Morgen immer das Erste, wo man hineinschauen kann. Und sie machen ja auch viel für die Leute hier. Zweimal 14 Tage war ich im Ferienzimmer. Und dort habe ich schon allerlei mitbekommen, wie es hier so geht. Und das hat mir schon noch gerade ein bisschen gefallen. Die freundlichen Angestellten, das ist immer schön. Und die Hauptsache vom Haus, glaube ich, ist zu putzen. Nein. Ist immer alles so schön. Im Morgen schon dann die Frau, die putzen, und alles ist im Glanz. Da, also da etwas ändern, da wüsste ich jetzt nicht was. Wirklich nicht. Das ist ja da eine gute Währung, gibt es ja da. Und es sind ja viele Leute, die freundlich sind und so. Und das tut einem auch helfen, dass es einem gefällt, wenn die Leute freundlich sind, die Angestellten. Man muss natürlich selber schon auch etwas dazu tun. Das kommt nicht von einem Tag auf einen anderen, als es einem gerade gefällt auf den ersten Tag. Da denkst du nur ab und zu, eben daheim war es anders oder so. Obwohl, also daheim, ich habe ja, was ich brauche, und dann noch. Bin ja da daheim. Bist du nicht da hinter den Kühlschrank und schauen, was kochst du jetzt heute oder was musst du noch holen? Das Essen, das ist ganz schön. Das genieße ich. Am Morgen gibt es gutes Milchkaffee und am Abend auch. Das habe ich gern. Also ganz früh gehe ich ins Bett. Ich schaue noch mit im Bett noch ein bisschen Fernsehen. Nächtig war ja Donnerstag.
Ja, so. Sag ich gerne, aber der Zürcher tut immer nur reden. Stimmt, ja.